Wie von den Armada 230 Millionen. Minmar. Naja. Standard Battle Cruises. Galente. Brutix. Hey, nur 24 Millionen. Ja, das ist eigentlich total Quatsch, dass ich mir so ein Ding kaufe. Mining Barges. 18 Millionen, allein diese kleinen Schiffe hier, also 5 Millionen. Kann ich mir sowieso nicht. Hier, wo jetzt mal Mining Barges, was weiß ich. Frigates, genau, ich habe jetzt eh so ein Frigate-Ding. Advanced. Covered Ops, hier, das da. Galette, Enyo. 12,5 Millionen, ja gut, das sind die Advanced. Special, auch wieder so teuer, 4 Millionen. Das hier könnt ihr mir vielleicht noch kaufen, ne? Aha. 100 Millionen, 86 Millionen. Ach, das Zeug ist einfach viel zu teuer. Also ich glaube nicht, dass ich in den 30 Tagen es schaffe, dass ich mir ein gescheites Schiff anholen kann. Ich habe jetzt hier die Imikus. Toll, 100.000. Ja, alles solche Billigdinge und danach geht es eben schon leider sehr hoch. Geht's da los? Gibt's natürlich Blueprints für Ships. Ihr müsst hier euch anschauen, das hier ist allein die Blaupause dafür, weißt du? 360 Millionen für die Blaupause, nicht fürs ganze Schiff. Nein. Und dass du das Ding überhaupt bauen kannst. 4 Stunden dauert es. Du brauchst einen Haufen Zeug. Perfect, you have. Also ich brauche das hier, Megaside, Maxalon, Noctu, Tritanium. Brauche ich, wie viel sind das? 3,1 Millionen. Totaler Quatsch. Ich werde mir wahrscheinlich nie so ein besseres Schiff kaufen. Wir sind noch immer hier und bewegen uns mit voller Geschwindigkeit von dieser Station weg, ne? Weiß Bescheid. Wohin wollte ich? Genau, ich wollte zum Stargate. Hier unten. Stargate nach Luse. Das habe ich nicht angeklickt. Luse. So. Allein, Warp Tube ist in 0 Meter. Warp Drive active. Das ist 30 AU weg. Ich weiß nicht, was AU sind. Ich glaube, ein AU sind 10 Millionen Kilometer. Vielleicht heißt sie auch Licht. Ja, ich glaube es nicht. Mein Warp Drive hat maximal 6 AU. Die Sekunde. Genau, hier fliege ich durch einen Planeten durch, finde ich auch noch echt toll. Wenn man bei meinem Spielprinzip durch einen Planeten fliegt, ist das Schiff im Arsch und alle, die davon getroffen werden, auch die auf dem Planeten gerade sind. Ist natürlich blöd, ne? Aber es wäre ein ganz nettes Spielprinzip. Hier fehlt mir halt irgendwas. Es ist halt einfach nur stupides Suchen, bla. Ich habe halt 5 Euro dafür gezahlt, da denke ich mir, kann man machen. So, ich habe jetzt einfach mal hier einen Sprung gemacht, jetzt bin ich schon in einem anderen System. Yay. Ja, gähn, müde. Ja, mehr werde ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ich habe jetzt eh schon lang aufgenommen. Ihr habt gesehen, was man machen kann. Wie scheiß teuer Schiffe sind hier. Wie wenig Geld ich doch habe. Ja, das Spielprinzip an sich ähnelt eben nur entfernt dem, was ich haben möchte.
mein Spiel würde auch auf, ja, Kooperation zwischen Spielern beruhen, so heißen, um so ein riesiges Schiff zu steuern, brauchst du einfach eine Crew. Die muss dann auch da sein, um dieses Schiff zu steuern. Gibt zwar einen Autopiloten und sowas, aber um dann zum Beispiel in einem Kampf das Ding richtig zu manövrieren, dann kannst du keinen Autopilot machen, der irgendwie, was weiß ich, die anderen Schiffe umkreist. Da muss man dann halt selber mal ran, ne? Aber hier, da klickst du irgendwo hin, Doppelklick ins Leere und dann fliegt dein Schiff da in diese Richtung. Toll. Naja. Das war's von mir und EVE Online. Ja, das nächste, ja, das Video wird jetzt hier wahrscheinlich nach unserem The World Hardest Game Let's Battle hochgeladen. Das haben wir heute auch gemacht. Das war so eine kleine Spontanauktion, haben wir uns mal gedacht, ja, hey, wäre cool, wenn, also, der Olli und ich, wir waren irgendwie auf dem Minecraft-Server und der Olli kennt da so einen Typen. Der Olli ist Pancake713, ne? Und der Typ hat gesagt, es wäre cool, wenn wir zweimal einfach ein Let's Race machen würden. Haben wir erstmal gesagt, ja, welches Spiel? Hat er irgendwelche Mario-Sachen vorgestellt? Und nein, ich habe keinen Bock auf Zelda, ich habe keinen Bock auf Mario oder irgendwelche Jump'n'Runs. Es geht mir sowas von auf den Keks, ey. Diese blöden Spiele. Nein. Ich will was, entweder was Gescheites oder was Kurzes, aber nicht irgendwas, wo ich mir einen Emulator runterladen muss und dann mit der Tastatur irgendwie, was weiß ich, ein Gamepad ersetzen. Nee, das ist nicht. Deswegen haben wir unser kleines Let's Battle gemacht. Ja. Dann werde ich jetzt einfach mal beenden, weil ich will ins Bett. Ich bin müde. Ich darf zwar ausschlafen morgen bis 10. Da freue ich mich schon drauf. Es ist 12:30. Ach du Scheiße, bin ich müde. Aber sowas von. Gute Nacht.